Ich freue mich sehr, heute Walter Soll von Swiss Life Asset Management begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo, Engelwald. Zum Thema Immobilien, offene Immobilienfonds und zum Thema Immobilienkrise, was in den Medien ja derzeit ganz häufig gespielt wird. Platte Frage, befinden wir uns in einer Immobilienkrise? Also ich finde, das mit einem Ja oder Nein zu antworten, wäre nicht gut. Es gilt da zu differenzieren. Wir haben für uns selber mal durch eine Checkliste gemacht, anhand derer ich eigentlich mal prüfen kann, ob ich in einer Immobilienkrise bin oder nicht. Was man dazu sagen kann, ist ganz eindeutig auf der operativen Ebene, auf der Bewirtschaftungsebene der Immobilien, kann von einer Krise keine Rede sein. Ja, wir sehen weder einen massiven Mietpreisverfall noch einen massiven Verfall der Flächennachfragen. Bei allen Besonderheiten, die die Sub-Asset-Klassen, die einzelnen Nutzungsarten gegebenenfalls mit sich bringen, aber zinswendeninduzierte Immobilienkrise sehe ich tatsächlich nicht. Es gibt Geschäftsmodelle, die durch die Zinswende stark oder sehr stark unter Druck gekommen sind. Und ich glaube, das sind dann halt im Zweifel auch die Geschäftsmodelle, die es in die Presse geschafft haben. Mhm. Wie sieht die Situation für die offenen Immobilienfonds aus? Die offenen Immobilienfonds gehören zu der Kategorie der Bestandshalter. Das heißt, deren Investmenthorizont ist sehr lange. Und das ist er deswegen, weil sie auf die Immobilienerträge abstellen. Und im Gegensatz zu Händlern halt eben nicht an einem schnellen Umschlag der Immobilien interessiert sind. Also unsere Investitionsentscheidungen werden langfristig gestellt. Die Prüfkriterien sind langfristiger Natur. Wie entwickelt sich diese Assetklasse? Wie entwickelt sich diese Nutzungsart? Wie entwickeln sich die damit verbundenen Mieterwartungen, die Neuvermietungschancen? Wie viele Erträge können wir über die geplante Haltedauer, die bei uns ja immer mindestens 10 Jahre ist, erwirtschaften? Und natürlich auch die Frage, wie entwickeln sich die Werte während dieser Zeit, aber sicherlich nicht in der Perspektive, tagesaktuelle Kaufpreise permanent im Auge zu behalten, sondern da geht es dann eher um die Frage, was ist der innere Wert der Immobilie, was ist die Ertragskraft, die dann bestimmend für die Frage sein dürfte, wie sich die Werte entwickeln. Mhm. Und Sie stehen ja in Konkurrenz zu anderen Assetklassen. Warum sollen sich Anleger denn noch offene Immofonds wie den Ihrigen ins Portfolio holen? Naja, wir haben im Moment ein bisschen ein Problem mit der Performance. Das kann man nicht von der Hand weisen. Aber auch die ist ja jetzt nicht so, dass man weglaufen müsste. Und die Hintergründe sind relativ leicht erklärt. Die liegen jedenfalls nicht in den Nutzungsarten und jedenfalls nicht in den Vermietungsquoten und oder Mieterträgen. Und auch die Ausschüttungen sind super, entwickeln sich auch sehr gut. Wir nehmen jetzt inflationsbedingte Mietpreissteigerungen mit, die uns signifikant bei den Ausschüttungen helfen und diese auch anheben. Aber wir haben halt eben Druck auf den Immobilienwerten, die ja in der Metrik der BVI-Performance für die Fondsperformance durchaus wichtig ist. Und wenn der Beitrag auf dieser Ebene wegfällt, dann fällt ein Stück der Gesamtperformance weg. Mhm. Und wenn dieser Beitrag zwischenzeitlich sogar mal negativ wird, dann ist auch schnell die eigentliche Immobilienperformance unter Druck. Also insofern, das ist sicherlich im Moment nicht das Argument. Sehr wohl gehört Beratungsempfehlung zu einem strukturierten Portfolio die Überlegung rein, wie kriege ich aus den, sagen wir mal, höher rentierlichen und höher riskanten Assetklassen in der Gesamtschau unterm Strich eine Volatilität des Gesamtportfolios hin, die zu Core- und risikoaversen Privatkunden passt. Und da gehört die Immobilie eindeutig rein. Wir haben das belegen können mit Untersuchungen zu der Volatilitätsentwicklung mit und ohne jetzt unseren Living and Working als 10%igen Bestandteil im Gesamtportfolio neben anderen Assetklassen. Und es zeigt sich eindeutig, dass die Vola deutlich besser ist, wenn in Immobilien investiert ist, als ohne. Mhm. Zum Abschluss können Sie vielleicht 2, 3 Trends nennen, die für den Living und Working besonders bedeutsam sind? Ja, ganz sicher profitieren wir ja nach wie vor, muss man sagen, von den Trends Urbanisierung und Demografie. Urbanisierung im Sinne von die Assetklasse Wohnen in ihrer Gesamtbreite, von Mikroleben, studentischem Wohnen über klassisches Mietwohnen bis hin zu altengerechten Wohnen, betreuten Wohnen,
hoch in die Kategorie der Pflegeimmobilien, zählen wir alles im breiten Band des Wohnens zusammen. Und da spricht die Demografie eine völlig eindeutige Sprache. Ich brauche nicht lange nachdenken, ob in 10, 15 Jahren noch Flächenbedarf an dieser Stelle sein wird. Und ähnlich sehen wir das auch also bei der Urbanisierung und bei der Demografie. Ich habe gerade schon auf die Pflegeheimplätze hingewiesen. Da sehen wir es genauso. Beides Faktoren, beides Megatrends, die jedenfalls nicht stark konjunkturellen Schwankungen unterliegen, sondern eher sozioökonomischen Faktoren folgen und insofern auch ganz anders festgeschrieben sind, als das vielleicht bei einer Bürofläche ist, die dann doch etwas stärker mit der konjunkturellen Situation atmet als diese Assetklassen. Aber auch wir machen ja auch Büro, also das ist auch durchaus ein Megatrend, das digitale Arbeiten, das Konzept New Work stellt uns vor große Herausforderungen, bietet aber auch große Chancen, weil ohne Büroraum wird es nicht gehen und die Unkenrufe, dass plötzlich niemand mehr Büro braucht oder große Teile der Büroflächenbestände einfach verrotten werden, halte ich schlicht und ergreifend für Unsinn. Mhm. Ja, und das, was ausscheidet, und es werden Teile ausscheiden aus dem Büroflächenmarkt, lässt sich häufig auch noch sehr sinnvoll anders nutzen. Wir sehen laufend diese Beispiele, Umnutzung in Wohnen. Das funktioniert sogar in Gewerbegebieten ausgesprochen gut, je nachdem, wie groß der Druck auf dem Wohnungsmarkt in der jeweiligen Region ist. Also auch da sehen wir durchaus Zukunftschancen für uns. Im Bereich des E-Commerce sind wir ja sehr vorsichtig unterwegs. Da setzen wir ja im Prinzip auf die Bereiche, die wenig affektiert sind vom E-Commerce. Das ist halt eben der Nahversorgungsbereich und dann auch noch in der speziellen Ausprägung mit einem Anker aus dem Bereich Lebensmittel. Und da haben wir ungewollt ja schon den Proof, den Beweis während Corona gesehen, wie wichtig dieser Baustein ist und wie wenig sozusagen er affektiert wird, auch wieder von irgendwelchen besonderen Ausreißern, die uns immer mal wieder ereilen können. Also insofern, wir glauben nach wie vor an das Konzept der Megatrends und wir glauben, dass wir auch noch nach wie vor die richtigen Megatrends identifiziert haben und gehen auch den nächsten Schritt, durchaus auch da noch weitere Megatrends mit ins Rennen zu nehmen. Bleibt also spannend. Es bleibt absolut spannend. Vielen Dank, Herr Soll, für die Einblicke und die Klarstellung zur Krise. Danke.